Herzlich willkommen, ich bin der Christian Freist, dem Fachhochschule St. Pölten mit dem Josef Buchner von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted und Classroom and Beyond, die dieses Jahr wieder an der Fachhochschule St. Pölten am 20. und 21. Februar stattfindet. Wir haben ja das auch deswegen in St. Pölten, weil es ja diese wunderbare Konferenz schon ganz lange in Marburg gibt, wo wir auch schon teilnehmen haben dürfen. Lieber Jürgen, stell dich mal vor und vielleicht auch ganz kurz in zwei, drei Sätzen die Geschichte dieser Konferenz. Ja, ich bin Jürgen Handke von der Philipps-Universität Marburg, bin Anglist und Computerlinguist, also Sprachwissenschaftler im weiteren Sinne. Und wir hatten im Jahr 2012 die Idee, eine Community aufzubauen, die sich mit neuen Formen der Digitalisierung der Lehre befasst. Wir kannten den Begriff Inverted Classroom und Flipped Classroom überhaupt nicht zu dieser Zeit und waren dann sehr überrascht, dass gleich zu Beginn doch relativ viele schon in ähnliche Richtungen gingen. Und so baute sich dann nicht nur eigentlich auf der Basis dieser einmalig geplanten Konferenz eine Community auf, die wir nun Jahr für Jahr bedienen. Im Jahr 2013 war ich ja an der Fachhochschule St. Pölten und da sprang dann die dortige Truppe auf den Zug mit auf und so ist es zu dieser Kooperation gekommen, die ich auch immer wieder gerne erwähne, insbesondere eben auch die Verantwortlichen, den Christian, den Johann und den Josef, die alle mit dabei waren. Die Nachnamen müsst ihr euch mal selber ausdenken. Könnt ihr googeln. Genau. Gut, dann starten wir wie immer in dieser Videoreihe zur Konferenz mit einem Wordrap. Lieber Jürgen, das größte Potenzial von ICM ist was? Freiräume in der Präsenzlehre zu schaffen. Einem Lehrenden, einer Lehrenden, der die mit ICM beginnen will, würdest du empfehlen? Ganz kleinteilig anzufangen und vielleicht auf 10 Minuten alter Präsenzzeit abzuzielen, die zu digitalisieren und dann die Lehre teilzuinvertieren. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum ICM ist. Dass sie gut darauf vorbereitet werden müssen, auf das Selbstlernen, denn das können sie oft gar nicht. Am stärksten merkst du selbst im Lernen Veränderungen durch das ICM, woran? An meiner eigenen Rolle und auch an der Rolle der Studierenden, die so peu à peu in die Lage versetzt werden, dass sie es schaffen, selbst zu lernen und selbstverantwortlich für ihren Lernfortschritt zu sein. Dein persönliches ICM-Motto ist daher. Es immer wieder auszuprobieren, immer wieder innovativ zu sein und immer neue Ideen einzubringen. Bei der Konferenz freust du dich auf? Auf die Community und die vielen Leute, die ja immer mehr werden, die in St. Pölten dann zu Gast sein werden. Genauso ist es. Gut, du wirst bei der Konferenz am zweiten Tag einen Workshop gestalten, auf den wir uns schon sehr freuen. Worum wird es da inhaltlich gehen? Ja, wir haben ja über die Jahre jetzt ganz viele Daten gesammelt über das Lernerverhalten im Inverted Classroom und die werden peu à peu aufbereitet. Das sind Unmengen von Daten, die aber zeigen, dass zum einen die Studierenden das Lernen im Inverted Classroom jetzt allmählich hinbekommen. Das hat lange gedauert, das muss ich zugeben. Und zum anderen können wir auch gute Vorschläge machen, wie man die Präsenzphase, die für uns so unglaublich wichtig ist, neu gestaltet und auch ein paar zusätzliche Ausführungen zu den anschließenden Prüfungsformen, die im Inverted Classroom ja auch eine große Rolle spielen. Also das heißt, das ist so eine Reise durch deine vielen Besuche an verschiedenen Hochschulen, wo du ja auch dieses Modell vorgestellt hast, beziehungsweise mitentwickelt hast, oder? Nein, eher nicht. Es ist eine Reise durch unsere eigene Erfahrung von 2013 bis heute. Wir haben ja mittlerweile über 1000 Lerner evaluiert und haben Okay. Daten. Wir können genau sagen, wie die sich verhalten haben, wann die was gemacht haben. Das ist eine Unmenge von Daten. Learner Analytics hätte da große Freude dran an solchen Daten, Big Data. Aber wir machen es von Hand und präsentieren diese Daten, um die Wirksamkeit und den Ablauf des Inverted Classrooms auch zu zeigen. Das heißt, es gibt dazu auch wirklich valide Daten, die zeigen, dass dieser Ansatz sich bewährt, oder?
Absolut. Ich stehe jeden Donnerstag um 6 Uhr morgens auf, um die Daten abzugreifen, die um 8 Uhr in der Lehre dann die Grundlage bilden für die dann erfolgende Präsenzlehre. Und das war seit Jahren so. Und diese Daten, die haben wir jetzt verfügbar. Wir können also ganz genau sagen, wie die Präsenzteilnahme, wie die Just-in-Time-Accesses auf die Online-Lerneinheiten, wie das alles zusammenhängt. Was wir nicht sagen können, ist, ob es einen Lernerfolg gibt im Vergleich zur klassischen Lehre. Denn dieser Vergleich ist schlicht nicht möglich. Wieso? Aber was? Wieso ist das nicht möglich? Wir bräuchten ja Kontrollgruppen. Und ich kann keine Kontrollgruppe mehr liefern, weil ich so in dem Modell drin bin, dass ich in der klassischen Lehre schlicht und einfach schlechter wäre und die wahrscheinlich nicht enthusiastisch durchführen würde. Ein anderer würde vielleicht die klassische Lehre enthusiastisch durchführen, aber hat keine Ahnung von digitaler Lehre. Wie soll man das unter einen Hut bringen und vergleichen? Ich kann es nicht. Ja. Was wir aber sagen können, ist, dass die digitale Hochschullehre eine inhaltliche Quantitätsgarantie abgeben kann, denn es gibt keine Feiertage im Internet und die Inhalte, die auf der Verpackung draufstehen, die sind auch drin. Meta-Analysen zeigen ja, dass durch das Inverter-Classroom-Modell Dropout-Quoten sinken und es zu einem graduellen, langsamen Anstieg von Learning-Outcomes kommt. Jetzt außen, ich weiß schon, dass du jetzt keine validen Daten hast, aber so von dem, was du wahrnimmst, würdest du das bestätigen? Also die Dropout-Quoten, die sind so, wie sie immer waren. Okay. Möglich, also es ist keine Steigerung erfolgt. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob die sich verringert haben. Das weiß ich schlicht nicht. Mhm. Also zurzeit, sieht es nur mal ein paar Zahlen zu nennen, zurzeit führen wir einen Kurs mit Erstsemestern durch, der hat 119 Anmeldungen gehabt und 109 sind drin. Die derzeitige Präsenzteilnahme liegt bei 82%. Okay. Das sind super Werte, wenn man überlegt, wir haben ja keine Präsenzpflicht. Also Dropout 10 zurzeit von 119. Und ich denke, da kommen vielleicht noch 5, 6 dazu, aber das war's. Und das sind völlig normale Werte. Ja. Etwas, was dem ICM manchmal vorgeworfen ist, wenn ich das so mache, dann kommen ja die Leute nicht mehr in die Präsenzlehre. Ja. Kann ich nicht bestätigen. Das war bei uns anfänglich auch so, weil wir den Fehler gemacht haben, dass wir die digitalen Inhalte schlicht wiederholt haben. Das ging sogar so weit, dass wir Webseiten durchgeklickt haben vor den Augen der Studierenden. Ein völliger Blödsinn. Mittlerweile hat sich das System ja so angepasst, dass wir jetzt in den Präsenzphasen hauptsächlich Kompetenztrainings machen, die dann auch letztlich klausurtechnisch überprüft werden. Also die Klausuren sind keine Wissensabfragen mehr, sondern Kompetenzüberprüfungen und diese Kompetenzen werden in den Präsenzphasen eingeübt. Mhm. Gut, ja, dann können wir uns auf einen sehr spannenden und guten Workshop mit dir einstellen und ja, wir freuen uns darauf, dass du wieder dabei bist, auch als wesentlicher Mitvater von diesem ganzen Projekt. Und Großvater. Ja, Großvater. Und dann sehen wir uns dann im Februar in St. Pölten. Klar, Hotel ist gebucht, wir sind dabei mit mehreren Personen.